Ich bin vierte Generation Schuhmacherin. Ich mache mich selbstständig als Schuhmacherin. Als ganz klassische Schuhmacherin. Mit Knieorthopädie und Schäftlimacherin. Schäftlimacherin ist das Oberteil des Schuhs. Also meistens haben wir ja einen Schuhkäfer gesehen, die Farbe oder die Größe oder das Muster. Und das ist der Schuh. Ich bin nicht schon aufpassen, weil mein Vater nicht schon Schuhmacher war. Leisten, Schuhe, Schienenschuhe, das war immer. Und dann mit dem Handel sind die schönen Schuhe mir präsentiert worden. Und das hat meine Leidenschaft in mir gelegt. Schöne Schuhe. Schöne Schuhe eben ein Rüschen oder schöne Öse, ein Absatz. Ich habe zum Beispiel gesagt, so also richtig dicke Winterschuhe. Weil ich gerne den Winter habe. Aber wichtig ist, es muss lecker sein und es muss schön gemacht sein. Es gibt Schuhe, die ich mehr oder weniger nur kaufe, die schön aussehen. Gar nicht zum Mal. Erstmals wirklich bewusst wurde, was Erbe ist, als wir beschlossen haben, die grosse Firma zu verkaufen. Und mein Bruder eigentlich sagte, ich mache für den Winter. Aber mit dem gleichen Satz, wie er es sagte, ja, aber es wäre wie sehr. Und zwar habe ich eine Familiengeschichte, die fängt mit meinem Urgroßvater in Wien in Österreich an. Er war Hofschuhmacher, ein Kaiser Französisch, der Mann von der Sissi, und hat dort als Schuhmacher und Sattler gearbeitet. Er konnte im Ersten Weltkrieg in die Schweiz flüchten, weil seine Frau Schweizer Bürgerin war. Das ist mein Grossvater. Für meinen Vater und das Erbe vom Schuhmacher ist sicher speziell. Ich glaube, niemand hat gedacht, dass ich sehr unterziehe. Man hat nicht auf den Brüder gewartet. Was es genau heisst, wird wahrscheinlich noch länger herausfinden. Aber es eher generell, was es heisst, von den älteren Sachen her. Das ist für mich jetzt halt ein Beruf, aber da gibt es so viel an. Dass ich nochmal unter meinem Papi lerne, Geschäfte oder arbeiten. Das ist ja auch ein eher als Privileg für mich mit dem Vater. Hand in Hand arbeiten. Es gibt keine Lehre als Chefmacherin. Das ist eigentlich fast schon ein ausgestorben. Das sind nicht viel, die das machen. Das ist mehr durch das über meinen Vater, der das noch kann. So, und jetzt musst du da hinten den Faden heben, wie immer. Und dann irgendwann mal die Maschine anlassen. Und dann fangst du einfach an langsam Druck auf der anderen Seite. Ui! Ja, ja, gib den Gas. Ich bin am Streiten und gleich starten, aber ich fahre wahrscheinlich die tiefste und beste Sperre immer an der Seite im Schatten gefallen. Mein Naturell ist eben ernstlich. Ich gehe erst, wenn ich alle Millionen will. Was könnte passieren? Check. Du weißt, was ich meine? Ist für mich der Schritt aufs Wasser und dann das finanziell auf. Oder nicht. Die Frage kann man mir nicht sehen. Wie noch nicht mehr. Das andere Coole ist, ich muss ja nicht allein machen. Es ist so ein Name, aber ich kann das Privileg, das finden. Und als Geschäft mit dir wissen, was es braucht. Ich darf so ein Logo suchen. Es gibt eins. Und es halt einfach auf meinen Namen umsetzen, weil ich ein weibliches Logo wollen. So richtig Melanie-mässig. Wie ich immer gesagt habe, ich werde eine pinke Schuhmacherin. Und jetzt ist es pink. Und das Schöne ist ja, dass es weiterhin das Familienlogo bleibt oder das Familienfolie weiterzieht. Jetzt hat mein Vater ja mir das Atelier wieder eingerichtet und wir sind da. Und alles, was wir malen oder verändern, haben alle interessant. Wir sind pink. Ich habe sehr gerne pink. Ich habe gerne schöne pinke Schuhe. ja. So, das ist anders. Ich mache es richtig pink.